Herr Präsident, sehr geehrte Kollegen, werte Gäste auf den Rängen. Lassen Sie mich mit einem Zitat von Peter Hille beginnen. Die eigenen Früchte machen uns stark. Reden wir, liebe Kollegen, doch über diese Früchte, besser noch über unsere eigenen Früchte, unsere Kinder. Unsere Kinder sind der Garant für eine solide, solidarische und starke Gemeinschaft. Wussten Sie, liebe Kollegen, dass Europa die niedrigste Fruchtbarkeit weltweit aufweist? Wussten Sie, dass die Kinderzahl in Europa mit 1,4 Kindern pro Frau eindeutig zu wenig sind? Für eine funktionierende Gesellschaft brauchen wir durchschnittlich 2 Kinder, 2,1 sogar. Aber kommen wir zu den interessanten Dingen, kommen wir zum Lenin-Experiment 1917, der freien Liebe, der ultimativen kontrazeptiven Revolution. Das Lieblingskind der 68er Generation scheiterte kläglich und endete in einer gesellschaftlichen Katastrophe der frühen Sowjetunion. 1936 setzte man im sowjetischen sozialistischen Familiengesetz die Familie mit Kindern wieder in den Mittelpunkt und beendete dieses Desaster. Mal ehrlich, liebe Kollegen der Linken und der Grünen, haben Sie denn rein gar nichts aus der Geschichte gelernt? Hören Sie auf, weitere leninische Experimente durchsetzen zu wollen, meine Damen und Herren. Gestern noch Abtreibung, heute Verhütung. Und was kommt morgen, meine Damen und Herren? Kostenfreie Sterilisation als Spaßfaktor. Bringen Sie Anträge ein, die Familien mit niedrigem Einkommen wirklich helfen, um Kinder zu Professoren zu machen und nicht umgekehrt. Die Familien brauchen unsere Unterstützung bei Kosten der Kindererziehung, Senkung hoher Lebenserhaltungskosten, Familien- und Kinderplanung. Und bitte keine Unterstützung für Kondome mit LEDs oder Cannabisgeschmack. Das Übereinkommen zur Abschaffung der Diskriminierung der Frau fordert im Teil 1 Artikel 2 eindeutig und unmissverständlich eine Beseitigung der Diskriminierung der Frau. Es verwundert schon, meine Damen und Herren, dass nun in Ihren Anträgen Folgendes gefordert wird: freien Zugang zu Verhütungsmitteln nur für Geringverdiener, meine Damen und Herren. Das, liebe Kollegen, ist Diskriminierung der Frauen allererster Güte. Wollen Sie denn Frauen benachteiligen, die zum Beispiel als Pflegekräfte, Krankenschwestern oder Verkäuferin einfach nur ihren Job machen? Wenn schon, dann fordern Sie doch eine kostenfreie Abgabe der Vermütungsmittel an alle in Deutschland lebenden Frauen, unabhängig ihres Einkommens. Und wenn Sie schon keine familienzentrierte Politik machen wollen, dann machen Sie doch wenigstens sozial gerechte Politik, meine Damen und Herren. Herr Schlund, gestatten Sie eine Zwischenfrage. Vielleicht hinterher, wäre das möglich? Aber wie sieht es denn mit den Frauen aus, die nicht so selbstbestimmt leben können, wie Sie hier im Parlament, liebe Kolleginnen? Reden wir doch mal Klartext über die sexuelle Selbstbestimmung muslimischer Frauen. Deren Religion verbietet es nämlich, dass ein schon befruchtetes Ei zerstört werden darf, dass eine Schwangerschaft unmöglich gemacht wird. Sie verbietet auch kategorisch eine freie, selbstbestimmte Entscheidung der Frau. Liebe Kollegen, dazu sollten Sie Anträge stellen. Wo müssen denn die Ansätze gefunden werden? Zum Beispiel Beratungsplätze, mobile Informationsstellen über die sexuelle Selbstbestimmung der Frau. Meine Damen und Herren, das wäre die Lösung. Es sollte auch und besonders die Aufklärung der muslimischen Männer erfolgen. Denn Kondome
sind nicht nur Verhütungsmittel, sondern auch wirksame Mittel zur Verhinderung sexuell übertragbarer Krankheiten wie Chlamydien, HIV, HBV, Hepatitis und vieles, vieles andere mehr. Wir, die Alternative für Deutschland, fordern neben der kostenfreien Bereitstellung von Verhütungsmitteln für alle Frauen eine konsequente Durchsetzung familienorientierter, familienzentrierter und kinderfreundlicher Politik. Wir fordern den Aufbau von Beratungsstellen zur Selbstbestimmung der Frau, Familienplanung und Kinderwillkommenskultur in Deutschland. Zu weiteren Diskussionen stimmt unsere Fraktion der Übergabe in die Ausschüsse zu. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Sie können Platz nehmen, Herr Schlund, und dann vom Platz aus antworten. Sind Sie durch, ja, ne? Bitte? Sie sind mit Ihrer Rede fertig? Ich bin fertig. Ja, ja. Dann lasse ich eine Kurzintervention der Kollegin Heike Behrens zu.